Ja, Matthias, gerade zwei erfreuliche Dinge. Simon Vierter im Ziel und Arndt null Fehler, aber Sie auch mit null Fehlern. Sie können ja theoretisch rundherum zufrieden sein mit dem heutigen Staffelrennen, Einsatz. Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Schießen bin ich sehr zufrieden. Das war heuer die Saison mein erster Nuller stehend. Das wollte ich heute unbedingt schaffen einmal. Liegen hat schon mal ganz geklappt, aber stehend habe ich oft einmal einen Hänger lassen. Wie ist das so mit der inneren Aufregung vorher, wenn man so ein bisschen Fahrstuhlathlet ist zwischen IBU Cup und Weltcup? Da muss man sich immer wieder neu beweisen und dann gerade vor so einer Kulisse. Wie geht das im Inneren ab? Ja, ich muss sagen, es ist schon nicht so leicht, aber durch das, dass ich jetzt auch schon neue Mess- und Oberflaffen habe dürfen, da habe ich gemerkt, ich wäre von Wettkampf zu Wettkampf ein bisschen ruhiger und das bringt mir dann auch mit ins Rennen rein. Und ich glaube, das hat mir jetzt schon ganz gut da. Und im Moment Rang 14, tolle Ausgangsposition für die Verfolgung. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem beim Laufen halt nicht ganz so zufrieden war. Wir haben sehr gute Ski gehabt. Ich war, weiß nicht, ein bisschen müde halt, aber trotzdem die Ausgangsposition sehr gut für den Sonntag dann. Vielen Dank fürs Kommen, Matthias. Danke. Benedikt, zwei Sachen. Einmal ganz großes Kompliment. Zweitbeste Laufzeit nach Martin Foucault. Aber sprechen müssen und wollen wir, wahrscheinlich wollen Sie nicht, über das zweite Schießen. Was war da los? Ja, doch, da spreche ich gern drüber. Man sollte ja immer seine Fehler analysieren und... Ja, ich habe mich heute Morgen einfach auch schon schwer getan, so ein bisschen auch beim Anschießen, mich so richtig zu fokussieren, zu konzentrieren. Und das habe ich dann im Wettkampf auch nicht so richtig rüberbekommen. Und dann geht es einfach so schnell, dann hat man die Fehler stehen. Und ja, man kämpft nicht so richtig um jeden Schuss. Es ist dann einfach ja, schwierig, sich so zusammenzureißen. Aber schön, wenn man sieht, wie der Teamspirit funktioniert, wie Sie eben die Faust geballt haben für Arndt Peiffer. Was glauben Sie, wie weit nach vorn geht es noch für Arndt? Sag ich mal, hier Malischko, Svensson sind stark auf der Schlussrunde, aber sie sind schlagbar. Also sie sind jetzt nicht wie Martin. Und wenn der Arndt jetzt nicht ganz, wir sagen immer ein bisschen verschimmeln, also wenn er jetzt nicht ganz blau geht, dann könnte da schon noch was drin sein. Und er bewegt sich eigentlich jetzt gerade noch ganz gut. Hoffen wir, dass es klappt. Vielen Dank, Benedikt. Congratulations, Felicitations. Martin, Glückwunsch. Today in the morning we saw you playing. Heute früh haben wir sie gesehen mit ihrer Tochter, wie sie gespielt haben. I don't know, but I was quite relaxed in Hawaii. Ich war sehr entspannt. Ich habe meine Familie im Hotel. Das ist ein extra Job auch noch, weil ich an meine Tochter denken muss. Aber ich bin glücklich, dass das funktioniert. Heute habe ich mich über das Ergebnis nicht so und mir keine Gedanken mehr über das Ergebnis. Und ich freue mich einfach auf meine Tochter, sie wird sich auf mich freuen. To see you racing, es ist aufregend, today, sie zu sehen, wie Julian sie Eberhard das machen. Has a great race, very tough time. Eberhard hat ein großes Rennen. Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass er fehlerfrei geschossen hat? Ja, ich wusste, dass er fehlerfrei geschossen hatte. Und ich wusste, wenn ich Erster sein will hier in Ruppolding, dann muss ich ein perfektes Rennen haben. Aber es hat mir geholfen, es hat mich motiviert. Ich wusste, ich musste exzellent sein, um zu gewinnen. Ich habe sehr oft gewonnen. Die Leute sagen, es ist zu einfach für mich. Aber es ist nicht so einfach. Jedes Mal, wenn ich gewinne, bin ich glücklich, weil es ein perfekter Wettkampf war. Und heute bin ich sehr zufrieden. Es war eine perfekte Geschwindigkeit auf der Strecke. Und ich war sehr zufrieden, Erster zu sein am Ende. Ja, Emil, schönen Dank, dass du so schnell gekommen bist. Ruppolding, das scheint Ihre Spezialstrecke zu sein. Guter Staffeleinsatz, gutes Sprintrennen, top. Ja, es ist ein gutes Platz für mich und für viele Norweger eigentlich. Wir haben immer gute Ergebnisse hier. Ich weiß nicht warum, aber ja, es ist schöne Stimmung und viele Norweger auf der Tribüne auch. Und ja, das ist eine gute Unterstützung. Ich hätte sonst gefragt, was ist das Geheimnis? Warum seid ihr immer so stark? Im letzten Jahr gab es hier einen Dreifacherfolg für Norwegen. Ja, ich weiß nicht. Die Strecken sind sehr gut für mich und ich liebe diese flache, also vor dem Schießstand, ist nicht so hart. Das passt mir sehr gut. Sie sind immer besser in Form gekommen jetzt. Was kann man von Emil Hägle-Svensson erwarten bei den Weltmeisterschaften? Ja, ich hoffe, dass ich kann. Noch ein bisschen besser sein und vielleicht diese Französe einen wirklichen Kampf geben. Und das ist mein Ziel. Viel Spaß und viel Glück dabei. Dankeschön, Emil.
Aber zunächst sind wir live zurück in Ruhpolding und sagen herzlichen Glückwunsch an Arndt Peiffer für ein tolles Rennen. Vierter Platz, bester Deutscher und ein bisschen Glück gehabt, was die Startnummer angeht, denn jetzt gerade zieht es ein bisschen zu, ne? Ja, ich habe die letzte Startnummer in der Startgruppe 3 erwischt und ich habe schon befürchtet, dass es dann während meines Rennens anfängt zu schneien und ich habe immer schon beim Einlaufen gen Himmel geschaut und gedacht, oh, hoffentlich fängt es nicht an und ich bin froh, dass es jetzt erst nach dem Rennen anfängt, sodass es faire Bedingungen waren. Und wir haben mitgefiebert in der letzten Runde. Wie ging es Ihnen da? Also die Außenanalyse sagt so, der sieht noch ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, war eine ordentliche letzte Runde. Aber ich habe dann schon gemerkt, auf Emil oder an Emil komme ich nicht mehr ran. Das ist zu weit, da kann ich jetzt nicht mehr zulegen. Ich habe mich dann eher versucht, den Platz 4 zu halten und hatte da zum Glück, dass der Vorteil, wenn man hinten ist, immer gute Zeiten und wusste immer genau, wie der Stand ist und habe mich dann so ins Ziel gerettet. Aber also, ich habe mich schon ganz schön gequält heute. Also Andi Stützel tut sein Übriges und ich habe mit Kati drüber geungt. Damals war es der Uwe Müßiggang, der hat sich mal ein flaues Hopp-Hopp entlocken lassen. Aber bei euch, glaube ich, der Andi, der bringt es schon, oder? Ja, der Andi, der ist da, glaube ich, der hat teilweise einen höheren Laktat als wir. Also der geht gut, aber das finde ich auch cool. Der ist halt auch mit Leidenschaft dabei und so muss es auch sein. Aber Kati, das bringt einen dann schon ein bisschen weiter, wenn es richtig Zuspruch von außen gibt, ne? Ja klar, also das motiviert einen schon nochmal. Ich meine, der eine oder andere sagt auch, ich kriege eh nichts mit, was die Trainer mir sagen. Aber ich glaube, so im Unterbewusstsein merkt man das schon. Und für mich war das immer wichtig, dass da wirklich einer nochmal einen ranpeitscht. Und Arndt sagt es ja auch, das ist halt schön um zu wissen, wenn so ein Trainer auch wirklich da voll dabei ist. Also Schießen war heute top, Arndt. Nur Matthias Bischel hat 2x0 getroffen. Wir haben auch so ein bisschen über den Wind gesprochen. Bei Ihnen war es offenbar ganz okay? Ja, ich hatte, glaube ich, ganz ordentliche Bedingungen. Ich habe beim Linienschießen 2x links gedreht, da war es auch ein bisschen anders zum Anschießen. Stehend habe ich mich auch nicht ganz so leicht getan. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Ich konnte auch nicht so richtig im Fluss meinen Rhythmus durchschießen, sondern habe eher so ein bisschen mal abgesetzt und so. Es war eher eine erkämpfte Null als einer aus dem Flow heraus. Aber am Ende bin ich froh, dass es mal wieder zu 100% gereicht hat. Absolut. Alles Gute für die Verfolgung. Gute Ausgangsposition, glaube ich, das kann man sagen. Denke ich auch. Dankeschön. Danke. Und Simon Schemm steht unten bei Wilfried Haag. Ja, der Simon sieht auch schon ein bisschen verfroren aus. Es weht ein Wind herein. Heute Abend gibt es Krieg, schätze ich mal, im Deutschen Mannschaftshotel. Eine Sekunde Abend vor Simon. Ja, Krieg gibt es jetzt nicht. Er war heute eine Sekunde besser als ich. Aber es haben doch beide wirklich eine gute Ausgangsposition für Sonntag. Sieht beste Laufzeit. Sind Sie damit zufrieden? Ja, auf alle Fälle. Hab mich eigentlich ganz gut gefühlt. Am Schießstand war heute auch ganz schön der Wind drin. Man konnte manchmal Glück haben, man konnte manchmal Pech haben, aber ich bin ordentlich durchgekommen mit einem Fehler. Und wenn man dann nur Top 6 schafft, ja, bin ich wirklich happy. Sie haben in den letzten Tagen immer mal das Publikum hier gelobt, was so laut ist und so stimmgewaltig. Hört man da den Andreas Stützel überhaupt, wenn der Sie noch extra anfeuert? Ja, wenn er 10 Meter weiter unten stehen würde, glaube ich, würde man nicht mehr raushören. Aber wo er dann steht, ist doch so 10, 15 Meter nach den Zuschauern. Und dann versteht man eigentlich schon noch jedes Wort. Dankeschön, Simon. Schnell ins Warme, was überziehen. Danke. Ja, danke.